Hallo Leute und herzlich willkommen zum neuen Part von Smite. Es wurde sich gewünscht, dass ich Morrigan spiele. Und daher dachte ich mir, okay, gut, spiele ich auch Morrigan mal wieder. Hatte ich vor einem Monat oder so schon eine Morrigan-Folge hochgeladen. Aber ich dachte, vielleicht spielen wir auch no nochmal Morrigan Jungle. Es lief ja letztes Mal, glaube ich, recht gut und wieso nicht? Es kann lustig werden. Warte kurz, Toys könnten ein bisschen lauter werden. Ah, mein Mikrofon. Also, mal schauen, wie das Ganze wird. Ich habe den SPF 666 Morrigan Skin drin. Und ich spiele Morrigan Jungle. Morrigan, falls ihr es nicht wisst, sie ist eine. Was für ein. Aus welchem Pantheon kommt sie? Keltisch? Ich glaube, es ist keltisch. Ist es keltisch? Das war doch das Grüne Pantheon. Bin mir nicht sicher. warte. Nicht Magic Blessing, sondern ich will hier. Assassin's Blessing. Hier, das ist, ja, Purification, super, und Shoes, damit ich ein bisschen schnell bin. Ich google das gerade mal wieder. Smite. Dankeschön. Dann würde ich bitte gerne Morrigan haben. Zack. Es kann lustig werden, Morrigan Jungle macht immer Spaß und ist immer lustig, finde ich persönlich. So, Götter. wieso ist das eigentlich immer so? Wieso vergesse ich immer, aus welchen Pantheon die Leute kommen? So. Ist, glaube ich, ist es bei The? Wahrscheinlich. Also bei T. Vulkentor. The Morrigan. The Phantom Queen, also die Phantomkönigin. Celtic, ja, es ist Celtic. Es ist Celtic, es ist Celtic Pantheon. Wir haben einen Janus Jungle, einen Amuzen Cup ADC und ein bisschen Hunter und einen Kuzumbo Support. Eigentlich wollte der Chuck, war der Chuck Jungle, aber er wollte ja nicht spielen, da habe ich gesagt, okay, also ich war Solo und ich habe gesagt, okay, ich würde gerne die Morrigan Aufnahme bekommen, dann spiele ich ja noch Jungle. Funktioniert immer schön. Hi. Die Gegner haben einen Humbert Jungle, da muss ich ein bisschen vorsichtiger sein. Weil der kann ganz schön nervig sein. Und ich sollte nicht gegen ihn kämpfen. Denke ich mir. Zack. Das Blöde ist halt, Morrigan hat halt nicht so den besten Clear von allen, aber ein bisschen ist er schon da. Es ging auch recht schnell, schneller als bei anderen Runden, die ich hatte. Bisher. Ist die Musik das? Wundert mich gerade. Ich höre keine Musik. Das Gute ist halt, dass sie den Stun hat. Das hilft sehr gut gegen die Camps. Und halt auch, dass sie ranged God ist. So, Attack. Falls ihr die andere Morrigan Jungle Folge nicht gesehen habt, schaut euch die gerne mal an. Damit ihr Morrigan ganz viel sehen könnt. Weil Morrigan ist wirklich lustig. Also Morrigan macht viel Spaß zu spielen, wenn man alles gut hinbekommt. Was ist passiert in die Jungle? Solo-Lane. Oh, das sehr schnell. Ich würde sehr ungern gegen den hier Humbats kämpfen müssen. Zack. Ich treffe sie nochmal. Oh, that's too bad. Schade. Geht sie weg? Oh nein. Oh, hallo. Humbert ist da. Awesome. Ich hab den Kill bekommen, nice. Zack, dann bleib ich kurz hier. Möchte probieren, mir die Camps, hier, die Erfahrung abzuholen. Also, das lief ja gut. Ein bisschen Camping ist immer schön. Der Humbert war aber vorhin, das habe ich gesehen, aber er hat meine Camps nicht gemacht, nice. Ich soll vielleicht mal nach drüben gehen und probieren, den Janus einen Buff zu machen. Ich habe ein bisschen lange auf der Solo dann gecampt. Naja, ich habe jetzt auch meine Unsichtbarkeit, daher. Oder ist. Nee, die ist nicht drüben. Attack. Oder hat Humbert das schon gemacht? Oh, that's too bad. Gank. Ist er noch da? Oh ja, sie ist noch da, sie ist noch da. Sie ist noch da. Nein! Ich lasse mal neben. Oh mein Gott, sie kriegt. Sie rock. Oh Gott, hinter mir. Hat mich nicht mitbekommen. Oh mein Gott, ich überlebe, aber Kuzumbo stirbt. Oh no. Was tut das? Nein, Attack. Oh, you rock. Oh, will ich angreifen? Komm mal mehr.
Auf Mana. Oh mein Gott, ein Kid. Hat auf Mana. Retreat. Das läuft nice. Awesome. Alter, ich hab kein Mana mehr. Oh Gott, das war interessant. Ich lass mal erstmal Wards raus. Einfach 3 Kills in den ersten 3 Minuten. Nice. Ich mach mal die. Das Audio ein bisschen lauter. Fühlt sich irgendwie etwas leiser an. Dann mach ich schon meinen Movement Speed Buff. Mach die Mana Buff vom Chuck und geh dann in Mitte. Oder ich geh jetzt Mitte. Ja, ich geh jetzt direkt Mitte. Gank Midlane. Wenn sie noch da ist, ist sie noch da? Hoffentlich ist sie noch da. Okay. Attack. Du bist tot. Awesome. Alter, Morrigan Jungle ist so lustig. Spielt Morrigan Jungle, Leute. Gank Left Lane. Right Lane. Oh nein, oh Gott. Gank Middle Lane. Oh, er hat eine Ulti, oh Gott. Er hat so eine Ulti, da will ich nicht rein, Gank. Du bist raus gerade. That's too bad. Schade. Ich hätte, würde aber gerne die Erfahrung noch mitbekommen. Weil dann mache ich schnell seinen Damage Buff. Seinen Mana Buff. Zack. Machen wir das schnell. Damit wir das los sind, dann habe ich jetzt gleich meine Ultimate. Kann mich dann in Humbats verwandeln oder so. Oder ach, der Doppel-Chuck. Kann auch böse sein. Willst du mich verarschen? Nein! Oh, das ist zu bad. Sorry. Ach Mano, aber ich lebe noch. Hoffentlich taucht Humbats nicht gleich. Humbats nicht gleich auf. Da wäre ich dir dankbar für. Und die Minions verfolgen mich mal wieder übertrieben über die ganze Welt. So, zack, machen wir das schnell. Es war ein bisschen. Ich hab ihn gesehen gerade. Ich kann nicht gegen ihn kämpfen, das ist das Problem. Oh fuck, hab ich halt gesehen. Okay, aber die hat kein Mal. Die hat Ulti nicht. Okay, das sind ein paar. Dabei ist Viecher. Dann mach ich jetzt mal mein Movement Buff und geh dann nochmal back, damit ich wieder ganken kann. Ich werde probieren, die Duo Lane wieder ein bisschen zu ganken. Die scheinen erstmal Probleme zu haben ohne mich. Etwas blöd, aber naja, passiert halt. Ymir ist einfach meistens übertrieben nervig. Wieso hab ich kein Mana mehr? Mann, wieso bin ich so Mana hungrig? Vielleicht weil ich ein Mage bin, aber naja, trotzdem. Zack. Ich geh jetzt back. Und ich habe jetzt, glaube ich, der Solo ein bisschen mehr, ein bisschen zu viel geholfen. Auch wenn er einfach keinen Kill bekommen hat. Hier. Lifestyle ist immer super, dann kaufe ich mir jetzt mal Wards, damit wir sehen können, wenn jetzt irgendein Gegner herumläuft. Ultimate ist down immer noch. Alter, warte, wie viele Sekunden? 140 Sekunden, also 2 Minuten einfach. Alter. Hatte ich schon wieder vergessen, dass dass die Fähigkeit so viel cooler hat. Oder die Kitten einfach. Bin schneller. So, okay, wo ist der? Wo ist er? Nein! Oh mein Gott, er ist tot. Oh fuck. Oh, that's too bad. Oh, that's wirklich too bad. Oh, ich lebe noch. Sorry. Das ist, Wir haben trotzdem noch einen Kill bekommen. Okay. ich hab 5-0, ist richtig nice. Oh, warte, was? Kann man mehr? Scheiße. Oh Gott. So, hinter mir. Okay, be right back. So, okay. Na, ich out of mana. Daher kann ich nicht mehr viel machen. Okay, ich wollte warden, hab's einfach noch nicht getan. Sehr nice. Ich glaube, ich könnte mal wieder Mitte ganken.
probieren jedenfalls zu ganken. Der Amazon Cup sieht gut aus, Janus hat einen Kill, den hat er mir zu verdanken gehabt. Ganken Midlane. Oder? Na, okay, warte. Zack, okay. No problem. Hero. Der... Only missing. We'll take Midlane. On my way. Am I still here? Now this is right. Ey, Mann, wo. Was war da mit den Janus falsch? Awesome. Oh, der Janus hat ja komplett Geist gemacht. Der war so weit hinten. Ah, er hatte keinen Mana mehr. Okay, ich verstehe schon. Ein bisschen blöd, aber noch ein Kill abgeholt. 6-0. Ist auch schön. Zack. Zack, vielleicht bekomme ich den Buff noch. Nice. Dann gank left lane. Ultimate is down. Spring. Oh, was, was? Okay. You rock. Ich habe irgendwie nicht damit gerechnet, dass er da angreift. Beziehungsweise, dass er nach vorne dasht. Ich habe einfach da gestanden, darauf gewartet, dass er nach hinten rennt, beziehungsweise hier herumrollt. Und wollte ihn jetzt eigentlich da hinten stunnen. Das ist etwas verwirrend. So, das Gute ist, also die Autodecks sind halt richtig nice. Das macht mal. Oh, oh, fuck. Wieso? Oder von meiner. Ich bin leider tot. Curses! Ich war so knapp an dem. Mann. That's too bad. Schade, aber 6-1 ist trotzdem noch nice. Das Gute an Morrigan Jungle ist halt einfach ihre Autotext. Insgesamt an Morrigan. Die Autotext sind übertrieben cool und die helfen einfach hier für Jungle Camps, dass man da einfach hier die recht einfach clearen kann. Ja, das halt. Ich glaube sogar eine der einzigen Autotext, die hier die Flächenschaden machen können, oder? Brauchen wir mehr Mana-Pots? Oder? Ich glaube, also einmal Morrigan natürlich. Dann glaube ich noch, hier so von Ranged-Charakteren. Sylvanus, natürlich. Noch irgendwas? Weil an mehr könnte ich mich jetzt gerade nicht erinnern. Und ich finde es so schade, dass sie nicht noch mehr dieser Autodecks angebracht haben. Alter, da drüben ist es nicht so schön als der Tower gerade. Der bekommt etwas viel Schaden durch die Minions. Weil wie. Renn weg. Verdammt. It's too bad. Zack, wir müssen heilen wieder. Das wurde schon gemacht, krass. Das ist ja recht schnell. Ich warte mal. Oh, hier. Wieso? Okay. Sorry. Ich wollte da jetzt nicht nochmal reingehen. Also das war was, was ich nicht tun wollte, weil ich einfach gestorben wäre. Und ich war komplett verwirrt gerade, was passiert ist. Einfach hier die Kombi von Humbats und einfach und Persephone ist ja richtig krass. Ist ja richtig krass. Und man hängt da fest, aber man kann nicht wegrennen und Alter. Beziehungsweise man kommt nicht, also man wird geultet, man rennt weg, aber Persephone hält er noch fest. Das hatte ich auch noch nicht. Aber es ist ganz schön stark. Okay. Das ist etwas bescheuert, aber naja, ging so oder so schnell. Gank Left Lane. Ultimate is ready. Wir haben noch nicht mal wirklich eine Ultimate, die viel helfen könnte. Hi. Wow, ernsthaft. That's too bad. Entschuldigung? Power. Also, er hat seine Ultimate nicht mehr, dürfte seine Ultimate nicht mehr haben. Oder doch? Zack. Zack.
Entschuldigung, ich möchte hier eigentlich raus. Dankeschön, retreat. Awesome, ich hab überlebt. Alter, 8-1, also, das ist eine geile Runde. Muss ich zugeben. Hier, was will ich denn jetzt nicht? Das will ich Kronos Pendant für. Für Anti-Heal wäre vielleicht eine gute Idee. Oder, warte, Spear of Spear of Desolation. Oh Gott. jo, das hilft sehr gut. Halt wirklich. Ich bekomme gerade so viele Kills, dass das hätte vielleicht sogar früher kaufen sollen. Also, ich bin noch nicht fertig, aber ich hätte vielleicht wirklich früher kaufen sollen. Aber ich denke, jetzt wird es trotzdem weiter noch gut laufen. Und dann mache ich mal seinen Mana-Buff. Also den von hier. Von Chuck. Oder auch nicht. Ich muss erstmal verteidigen hier drüben, damit der Tower nicht fällt. Ach, Mano! Schade. Oh, naja. Zack. Nice. So, dann können wir schnell seinen Mana-Buff machen. Dann probiere ich zu helfen. Oder. Ja, erst Mana-Buff. Zack. Das dürfte recht schnell gehen. Zack. Nice. So, dann gang Middle Lane. Und ich probiere irgendwie etwas zu helfen. Willst du nicht verarschen? Autsch. Du willst mir Schaden machen. Du machst mir sogar Schaden. Entschuldigung, würden Sie das bisschen lassen? Alter! Ich mache da nicht so viel Schaden, das ist das Problem. Wieder getroffen. Nice! Oh, fuck, hinter mir. Mach ich da besser was schnell. Wo ist die hin? Da drüben. Dann machen wir das normale. Hast du die ernsthaft gerade? Du Idiot! Ah. Nice, da bist du raus. Hat auf Mana. Oh Gott. Awesome. Einfach 10-1. Da wird's gleich mit dem Stab wirklich schon kaufen. Danach hole ich mir am besten gleich Anti-Heal. Wenn ich genug Geld hätte, aber ich denke, die surrendern nicht. Das überrascht mich irgendwie. Blink natürlich, weil ich ein Jungler bin, weil ich überall hinblinken möchte. Ah, das ist lustig. Einfach überall, oder defend. Oh, that's too bad. Schade. Aber es läuft immer, also halt wirklich, es ist eine coole Runde. American Jungle ist einfach wirklich immer lustig, finde ich. Auch wenn es nicht super läuft, du bist einfach trotzdem ein Mage und machst viel Schaden. Und die Gegner können dagegen nichts mit dich machen. Und du bist unsichtbar, du kannst einfach alles herumnerven. Und es funktioniert aber auch zur Zeit, finde ich. Es ist so cool, zur Zeit kann so viele Random Picks gespielt werden. Es gibt ADCs in der Mitte, also was es vorher auch schon gab. Aber jetzt noch mehr, es gibt, keine Ahnung, Solo-Laner, es gibt Guardian-Solo-Laner. Das ist schon etwas länger natürlich, aber trotzdem irgendwie sehr cool. Okay, ich warte nochmal hier vielleicht, damit wir wissen, falls ich mehr auftauchen möchte. Ist sehr interessant, dass die da hier. Okay, Ultimate ist down. Ich kann jetzt so viel noch nicht behilflich sein. Oh Gott, lass mich rennen. Gerade let me go, please. Ich kann probieren, ihn zu killen. Oh Gott, geht noch. Will irgendwer da reingehen? Da wäre ich sehr dankbar für. Hi. Hi. Thanks. Triple Kill. Ah, das ist so schön. Es läuft super. Und jetzt brauche ich noch 7 weitere Kills und dann bekomme ich das Achievement. Oder? War noch 7. Thanks.
Wann doch immer 20-1 war doch, oder war das 30-1? Ich denke, es war 20-1. Ich gehe jetzt mal kurz back, bevor ich nochmal sterbe. Würde ich da ungern tun. So, dann kaufen wir uns als nächstes, wo ist das? Hier, zack, dich. Weil Divine Rune und ich will halt Anti hier, die Gegner sollen sich nicht heilen können. Vielleicht könnte ich mir auch nochmal Chronos Pendant kaufen, damit meine Fähigkeiten noch weniger Cooldown haben als überhaupt schon. Ich auch schon bei der Ulti. Also es wäre eine gute Idee. Okay, gleich habe ich jetzt meinen nächsten Speedbuff wieder. Zack. Level 16 auch schon. Fast bei manchen Gegnern, aber also der Rama hat, glaube ich, nicht so viel Spaß. Ich zerstöre die einfach komplett. Sehr schön. Mana Buff. Zack. Also ich mache halt völlig viel Schaden. Das freut mich. Zack, hier nochmal ein Warten. Ultimate is ready. Ultimate is ready. On my way. Tada. Dankeschön. Au. Hab Link. Oder du kriegst ja noch so. Ich würde aber sehr ungern noch reingehen. Zack. Ich kann hier probieren, mein Bestes zu tun. Ey, wohin rennst du denn? Das ist schade. Ach nö, er ist weg, that's too bad. Ich mach mal das hier. Ach, schade. That's too bad. Aber 14-1 ist halt schon irgendwie nice. Und ich stehe hinten. Also ich habe Top-Kills nur gehabt. Ich dachte, ich hätte irgendwie noch mehr. Mal schauen, wie viel Schaden ich gemacht habe. Wahrscheinlich gar nicht mal so übertrieben. Ich habe halt viele Kills einfach abgestaubt. Aber ich glaube, ich habe die gerade komplett zerstört. Nicht nur ich, natürlich mein ganzes Team. Aber es war einfach nice, du warst toll, du warst cool. Also cool, die waren eigentlich alle cool, außer die Janus. Der Janus war komisch. Aber naja. nice. Level 21, okay. GG Real Plate. Champions Chest. Noch was? Okay, Mastery Level 4. Oder ist das 6? Keine Ahnung. Ich glaube, es ist 4. First Moon of the Day und First Mage Circle Skin. Nice. Mal schauen. 15.000 Schaden. Der hat 17.000 gemacht. Okay. Aber trotzdem noch am zweitmeisten aus dem kompletten Spiel. Ich stand 14-1. Musen Cup stand ja auch 10-1. Okay. Die Gegner wurden komplett zerstört. 0-10. Da verstehe ich Level 12 auch und der hat auch 0-5. Puh. Falls euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Abonniert, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst. Schreibt gerne einen Wunsch in die Kommentare. Ich spiele die meistens eigentlich fast direkt in den nächsten Folgen. Es freut mich immer zu sehen, wenn Leute gerne irgendwas Bestimmtes sehen wollen. Und dann spiele ich natürlich auch gerne. Habt ihr schon mal Hurricane Jungle ausprobiert? Wenn ja, schreibt es gerne in die Kommentare und wie es gelaufen ist. Bei mir ist es läuft eigentlich immer lustiger, finde ich. Okay, dann nochmal Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.